Schönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubsound TV. Wir haben heute News über das Tomorrowland Festival. Das findet endlich in Deutschland statt. Yay, das braucht kein Wir haben jede Menge New Tracks. Wir haben auch wieder ein Fundstück der Woche und ein Classic of the Week. Also eine vollgepackte Sendung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einer brandneuen Folge Clubsounds TV. Bitteschön. Das ist richtig toll. Ach ja, nochmal, by the way, ihr könnt ja Four-Step machen. Keiner, ne? Warum auch? Guck mal von Anfang bis Ende. Ich rede wieder zu viel. Deswegen, jetzt viel Spaß. Der Countdown läuft zu langsam. Seit Monaten hält sich dieses Gerücht sehr stark, vor allem in den sozialen Netzwerken. Das Tomorrowland Festival, das wohl mitbeliebteste Festival der Welt, soll nach Deutschland kommen. Oft als Fake enttarnt ist es aber nun offiziell bestätigt worden. Am 23. Juli soll das Ganze stattfinden. Moment mal, am 23. Juli? Da ist doch auch das Original in Belgien. Ja, denn eins sollte einem klar sein, es wird nicht ganz das Tomorrowland Festival sein, wie man es kennt und gerne haben möchte. Eigentlich ist es zum größten Teil eher eine Live-Übertragung, also Public Viewing. So ungefähr. Herzlich willkommen zu Hessens größtem Public Viewing. Jawohl! Wahnsinn! Wahnsinn! Zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Okay, so krass ist es dann glaube ich auch nicht. Ich erkläre euch das einfach mal kurz. Mitveranstalter in Deutschland ist Big City Beats, die unter anderem auch für den World Cup Dome verantwortlich sind. Das United Event, so heißt die Übertragung, soll nicht nur in Deutschland, auch in Mexiko und anderen Ländern stattfinden und findet wie auch der World Cup Dome ja, in der Felddienstarena in Gelsenkirchen statt. Schon allein deswegen würde ich da nicht hingehen, aber das liegt daran, da ich Dortmunder bin. Ja. Ab 12 Uhr werden dann auf der nachgebauten Tomorrowland-Bühne deutsche bekannte DJs richtig für Partystimmung sorgen. Und ein Helikopter verbindet die deutsche Veranstaltung mit der belgischen. Also hin und wieder wird ein Headliner rübergeflogen und spielt dann in der Felddienstarena. Dann wieder zurück. Und dann wieder hin und wieder zurück. Klingt eigentlich ganz nice. Um ca. 20.30 Uhr werden dann die Leinwände angeschmissen und ihr könnt live dabei sein, wie die Leute anderswo feiern. Ja. Um 24 Uhr wird dann das Dach der Felddienstarena zugemacht und ihr taucht komplett in die Tomorrowland-Welt ab. So verspricht das der Veranstalter. Und da haben wir doch schon mal das erste kleine Problem. Laut Veranstalter wird zwar die komplette Felddienstarena in Tomorrowland-Optik umgebaut, aber so richtig der Flair kann da doch nicht aufkommen, oder? Nachdem bekannt wurde, dass das Tomorrowland Festival in Deutschland stattfinden wird, ich hänge das mal so in Klammerchen, gab es aber auch nicht nur positive Meldungen. Nein, auf sozialen Medien wie Facebook wurde das Ganze auch ziemlich auseinandergenommen. Nun sehen wir das Ganze aber mal oder versuchen es ein bisschen objektiv zu sehen. Kann, wie gerade eben schon gefragt, eine Felddienstarena diesen Vibe des Tomorrowlands simulieren? Also ich meine, das Festival lebt quasi oder es lebt ja davon, es ist Open Air, es ist eine riesengroße Grünfläche, du gehst überall, sind Statisten und du tauchst quasi in eine komplett andere Welt ein. Kriegt man das in der Felddienstarena auch hin? Ha, das mag ich ein bisschen zu bezweifeln. Oder seht ihr das anders? Dann gibt es da noch eine Frage, die im Raum steht. Warum wird das Ganze überhaupt gemacht? Ich meine, Deutschland hat sehr, sehr viele richtig gute Festivals. Airbeat One, Nature One, Sonne, Mond und Sterne oder aber auch das ganz beliebte Porockerville Festival, welches in binnen kürzester Stunden ausverkauft war und auch dieses Feeling des Tomorrowlands auffängt, also dieses quasi Abtauchen in eine ganz andere Welt. Warum dann ein Tomorrowland-Ableger kopieren bzw. nachbauen, dann aber auch nicht richtig? Warum? Was haltet ihr von Unite und dem Tomorrowland-Ableger? Sagt ihr, ist eine richtig geile Idee, finde ich mega Public Viewing, ordentlich abgehen? Oder sagt ihr, nee, das ist eine Katastrophe, das ist überhaupt nicht das, was es sein sollte
Eure Meinung, lasst uns da mal in den Comments ein bisschen diskutieren. Schreibt das mal unten rein. Ihr könnt euch doch noch an unserem, ja, wie werde ich DJ, unsere DJ-Schule erinnern. Ja, warum denn auch nicht? Und wir hatten eine Idee, und zwar ein Experiment. Wie schnell kann man eigentlich heutzutage DJ werden? Und wir haben im Internet sogar fachliche Lektüre gefunden. Ja, so viel kann man wissen über DJ. Ich glaube insgesamt 760 Seiten. Der liebe Chris und ich, wir werden uns jetzt zurückziehen. Jeder bekommt ein Buch. Ich nehme natürlich das mit am meisten Seiten drin. Er mag nicht so gerne lesen. Und dann werden wir uns ein bisschen reinbriefen in diese ganze Lektüre. Einfach mal gucken, was da so alles drin steht. Wir rufen jetzt aber schon mal euch da draußen auf. Wir brauchen dich, egal ob Junge oder Mädchen. Eins ist nur ganz wichtig. Sei talentfrei und hab noch nie einen Übergang gemacht. Du hast aber Bock aufzulegen. Du weißt zwar nicht, was das heißt und wie das geht, aber du hast Bock dazu. Dann bist du bei uns genau richtig. Bewerb dich einfach bei uns. E-Mail-Adresse lassen wir einfach mal hier einblenden und findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und dann geht es um das Experiment. Wie schnell kannst du DJ werden? Ihr bekommt eine Woche lang diese Lektüre in die Hand, um erstmal Theorie zu pauken, wie in der Fahrschule, ne? Erstmal Theorie. Und wenn ihr es verinnerlicht habt, dann kriegt ihr euren DJ-Lehrer an die Seite gestellt und werdet in die Praxis eingeschult. Das Ergebnis werden wir dann in einem ultimativen DJ-Battle ermitteln. Natürlich alles hier bei Clubsounds TV. Weitere Details gibt es aber in Kürze. Wir sind, wie gesagt, jetzt dabei, das Ganze aufzubauen. Also bewirbt euch einfach jetzt bei uns. Ganz wichtig, kommt aus Hamburg oder Umgebung, weil wir drehen in Hamburg. Also wenn ihr dann aus München hochgeflogen kommt, nur um irgendwie Blödsinn zu machen, ist nicht so geil. Der Gewinn ist auch nicht geil genug, damit ihr hier hochgeflogen kommt. Na gut, außer ihr habt so viel Geld und macht das einfach aus Spaß, dann kommt auch meinetwegen hier hoch. Also, fleißig bewerben, ich freue mich drauf und jetzt werde ich mich erstmal in 760 Seiten feinste DJ-Lektüre einlesen. Hey, du bist talentfrei, du hast überhaupt keine Ahnung von DJing, hast aber Bock, extrem viel Geld zu verdienen, so wie die großen DJs auch, dann bist du bei uns genau richtig. Bis auf die Kohle. Die gibt's nämlich bei uns nicht. Nein, wir suchen dich. Du bist ein Mann oder eine Frau, hast keine Ahnung vom Auflegen, bist total talentfrei, aber hast Bock, dich im Wettbewerb gegen einen Konkurrenten zu beweisen, dann bewirb dich bei uns. Ganz wichtig, Teilnahmebedingungen gibt es nicht. Du musst nämlich nichts können. Wenn du Glück hast, ein bisschen Taktgefühl. Aber du darfst nicht auflegen. Also, du darfst noch nie auflegen. Das hast du noch nie gemacht. Du weißt nicht, was ein CD-Player ist. Du kennst den einzigen CD-Player aus deinem Autoradio. Du hast sowas noch nie gemacht, dann bist du bei uns genau richtig. Bewirb dich einfach bei uns auf electronic-dance.net. Link findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Und dann, ganz wichtig, ihr müsst aus Hamburg und Umgebung kommen, weil es macht sonst keinen Sinn, wenn ihr aus München oder sonst wo extra angereist kommt. Totaler Humbug. Wir bringen euch das Auflegen bei. Im DJ-Battle müsst ihr euch beweisen. Und der Gewinner kriegt dann sogar eine Urkunde oder eine CD. Irgendwas werden wir schon finden. Auf jeden Fall wird das bestimmt sehr, sehr spaßig. Also, Clubsounds TV present How to be a DJ bei Electronic Dance. Das wird witzig. Der Terror hat die EDM-Szene erreicht, denn Hardwell hat sein kommendes Konzert im belgischen Antwerpen abgesagt. Ja, I'm Hardwell ist ja seine Konzerttour, die er gibt. Okay, eigentlich Konzerttour kann man nicht sagen. Okay, ist ja völlig egal, darum geht's nicht. Fakt ist, er hat abgesagt und der Grund dafür? Terrorgefahr. Denn er sagte selber, oder besser gesagt, schrieb es in seinen Ticketshop rein, dass der Ort und der Zeitpunkt nicht gerade gut werden, um ein Hardwell im belgischen Antwerpen zu veranstalten. Ihr wisst ja, aufgrund der jüngsten Ereignisse, ja, lieber nein. Hat das vielleicht auch irgendwas damit zu tun, dass er nicht auf dem Tomorrowland spielt oder so? Irgendwie hat man da ja was gehört. Irgendwie spielt er in letzter Zeit nicht irgendwie so an solchen Events. Hm, vielleicht wisst ihr ja was. Schreibt das einfach mal unten in die Kommentare. Also das ist mal eine richtig geile Idee. Dank einer holländischen Agentur könnt ihr jetzt bei McDonald's nicht nur euren Big Mac verspeisen. Nein, ihr könnt jetzt sogar Musik produzieren. Ja, richtig gehört. Möglich macht das das Tablet und euer Smartphone, was via Bluetooth synchronisiert wird. Und dann könnt ihr Loops bearbeiten, Vocals aufnehmen und kleine Beats generieren und eure Kreativität einfach mal freien Lauf lassen. Wie geil das aussieht, zeigen wir euch jetzt einmal in einem kleinen Ausschnitt. Das komplette Video findet ihr aber nochmal auf electronic-dance.net. Witzige Idee. B
Think about all the accomplishments. I can see you watching me. Approach everyone. Positive, but if you can't feed your fam, you're not the man. Think about all the accomplishments. I can see you watching me. Creating music can really trigger creativity in young people. That's why McDonald's in the Netherlands introduced McTrax, a paper placemat turned into a full music production station. By the use of conductive ink on a piece of paper, we connected our placemat to your smartphone. Every touch point triggered a full sound bank to kickstart your creativity. Let's go, let's go. So, falls ihr euch schon gefragt habt, Mensch, warum wird denn am 5., da war doch eine Beatport-Versteigerung. Ich habe extra mein Sparschwein geschlachtet, um das Ding zu kaufen. Ja, es liegt daran, dass von den 18 Interessenten, von insgesamt 25 Bietenden, das sind jetzt die, die übrig geblieben sind, nochmal das Risiko überprüfen müssen, ob es vielleicht Sinn macht, das Portal überhaupt zu kaufen. Deswegen brauchen sie mehr Zeit. Und deswegen wird die Auktion vertagt. Auf den 26. Also Leute, nochmal den letzten Cent zusammenkratzen, damit bald Beatport vielleicht dir gehört. Oder dir. Ich bin gespannt, wer es kauft. Mensch, es wird immer heftiger und immer skurriler bezüglich der Time Warp in Argentinien. Wir haben ja darüber berichtet. Nun werden sogar die Veranstalter der Time Warp in Argentinien in Gewahrsam genommen. Tja, Vorwurf? Die bieten Raum für Drogenhandel. Das zumindest behauptet die Polizei und die zuständigen Behörden. Insgesamt sollen über 30 Mitarbeiter involviert sein. Und ja, ich glaube, mit Geldstrafe in Argentinien bezüglich Drogen, das könnte heikel verlaufen. Ja, ich bin gespannt, ob das Auswirkungen auf das deutsche Time Warp hat. Ich denke eher nicht. Aber wie weit sich da noch das Band zieht, vielleicht ist die Mafia verwickelt. Drogen überall, so wie im Hollywood-Actionfilm. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es schon ziemlich krass. Ja, Money, ne? Dass der liebe Oliver Heldens auch gute Labelarbeit macht? Ja, nie ist klar. Der Heldens macht das selber. Das wissen wir ja alle bereits. Denn es gibt auf seinem Label Hell Deep auch richtig gute Releases. Aber nicht nur einzelne Singles, sondern auch Newcomer-EPs oder, wie soll man sagen, kleine Sampler. So geht seine DJ Tools EP mittlerweile in die zweite Ausgabe und mit drauf sind unter anderem Mr. Belt and Wetzold, Borgian Villa, Shermanology und Vito Gonzalez. Und letzterer hat eine Single drauf. Ah, die ist ganz nice. Pasch Rhythm heißt sie und ist typisch im Oliver Heldens-Style. Also passt perfekt auf Hell Deep und auf diese kleine EP. Hört am besten mal rein, hier für euch schon mal eine kleine Preview. Natürlich macht auch der Kollege Don Diablo exzellente Labelarbeit, obwohl ich da, glaube ich, wirklich glaube, dass der da wirklich mit hintersteckt und sich die Tracks raussucht. Beim Heldens kann ich das nicht nachvollziehen. Vielleicht liegt er ja aber auch komplett falsch. Denn Hexagon hat sich mittlerweile zu einem richtig starken Label entwickelt. So auch ist es gar nicht verwunderlich, dass hauseigene Acts wie Tom Green weiter auf Hexagon releasen. Everytime heißt die neue Nummer und die steht dem Dom Diablo-Style in nichts nach. Richtig gut produziert, starke Nummer und hier für euch schon mal ein bisschen was zum Reinhören. Es ist endlich wieder soweit. Club Sounds Volume 77 ist draußen und wartet auf euch mit 3 CDs. Vollgepackt mit insgesamt 68 Titeln. Das Tolle,
CD3 ist ungemixt. Na gut, toll, ist dahingestellt. Also es gibt viele, die sagen, ey, das finde ich gut. Es gibt viele, die auch sagen, ich brauche mal wieder irgendwie einen DJ-Mix. Auf jeden Fall ist sie ungemixt. Ich finde sie schlimm. Im Gegenteil. Mit dabei sind unter anderem Sigala, Alan Walker, The Chainsmokers, Robin Schulz, Axwell und viele, viele, viele mehr. Also alles, was momentan Rang und Namen hat, findet ihr auf der neuen Club Sounds Volume 77. Und jetzt gibt's für euch schon mal den Minimix zum bisschen reinhören. Ein bisschen geil machen. Kaufen. Wir waren schon bei Oliver Heldens, dann können wir bei Oliver Heldens auch gleich bleiben und die neue Single zusammen mit Chocolate Puma ansprechen. Spacer Cheap ist der Name und ja, was soll man sagen? Also von der Produktion erstmal die Produktion, die ist richtig gut gemacht. Chocolate Puma, Oliver Heldens, Future House Groove, Elektro, geil. Funktioniert, geile Kombi und ist wirklich gut gemacht. Aber was bei der Nummer richtig rockt, ist das Video. Schafe im Weltall, wie der Titel ja schon sagt. Ja, also entweder hat da ein Praktikant Langeweile gehabt und wenn ja, bekommt er dafür auf jeden Fall ein Lutscheis und die Mitarbeiter des Monats Plakette. Denn das Video ist richtig witzig und der Song ist auch richtig geil gemacht. Hier für euch schon mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Video und aus dem Song von Oliver Heldens und Chocolate Puma. Italiener Nario Milani stehen ja für Coversound, kann man mittlerweile ja so sagen. Also die haben echt, glaube ich, schon extrem viel gecovert. So auch den Klassiker The Creep. Und den haben sie zusammen mit Christian Marci produziert. Und ja, das Originalthema ist ein Knaller. Kennen bestimmt viele. Kennt ihr das? Wer von euch kennt es? Finger hoch. Okay. Die neue Version ist, ja... typisch, wenn man einfach sagen. Dann hat wieder den typischen Sound, den typischen Beat, die typischen Drums, die typischen alles. Ja, also wirklich gesagt, nichts Besonderes.
sag ich. Ihr da draußen sagt bestimmt wieder, das Ding ist voll geil, das drückt. Dann zieht euch mal das Original rein, denn das war wirklich geil. Aber okay, ganz egal, völlig dahingestellt. Hier auf jeden Fall schon mal eine kleine Preview von der neuen Nari und Milani Single. Bella Italia, wir können nur klauen. Nein, das ist zum nächsten Remake und der kommt von Robby Rivera. The Funkatron war oder besser gesagt ist ein Klassiker vor dem Herrn. Das kennen bestimmt echt nicht viele von euch. Wenn ja, super, ihr habt Ahnung von elektronischer Musik. Das Ganze wurde jetzt neu aufgenommen und zwar zusammen mit Tom Starr. Und dass der Mann für Qualität steht, wissen wir ja mittlerweile sowas von. Der macht einfach einen richtig guten Sound und man hört seinen Style auch in der Nummer richtig gut raus. Herausgekommen ist es auf X-Tone Records, das Label von Axwell. Und da muss man wirklich mal sagen, in letzter Zeit haut X-Tone gut an Releases was raus. Also ich kann mich noch daran erinnern, als das Label gegründet wurde, da gab es im Jahr vielleicht 2 Releases. Also ganz, ganz wenig. So in den letzten Monaten sind da echt ordentliche Titel bei rausgekommen. Und so auch der Remake von Robby Rivera. Hier für euch gibt es auf jeden Fall schon mal einen kleinen Leckerbissen zum Anhören. Viel Spaß! Unser Brett der Woche und das ist dieses Mal eine ganze EP und die kommt von Booms Away. Ghetto Blaster EP heißt die neue Scheibe und 4 fette Tracks erwarten euch. 3 bedienen so eher die Future Bass Fraktion, alles richtig geil, top on point produziert und der 4. Track, der geht mit 160 Beats per Minute voll in die Trap Fraktion und der reißt wirklich komplett den Nagellack von jeder Fußleiste ab. Deswegen auch unser Brett der Woche. Ganz geil, das Video, was ihr jetzt seht und der Track, der da läuft, besser gesagt die 4 Tracks, ist die ganze EP. Also ist eine richtig witzige Idee, alle 4 Titel zusammengemixt und daraus ein ganzes Video gestrippt. Richtig fett gemacht, geile EP, auf jeden Fall erwähnenswert. Und nach Flume, was wir letzte Woche ja hatten, ein bisschen chilliger, ne? Gibt's jetzt wieder richtig auf die Fresse. Das wollte ich, Chris. Wow, wow, wow. Viel Spaß mit unserem Brett der Woche. Hier ist die neue EP von Booms Away. Oh! Baby, no, we can't be stopped. Yeah, we came to go up like it came to go. Bounce like the whole damn place is inflatable. Fresh vibes, yeah, we rockin' it like word up. We'll be right back.
unserem Classic of the Week und das stammt dieses Mal aus Deutschland von dem Trance-Duo Energy 52 und die haben die Single Café Del Mar produziert. Ja, Café Del Mar, man kennt das berühmte Beachbar-Konzept auf Ibiza. Ibiza, ganz wichtig, dass man Ibiza sagt. Klar, dass dann da auch der Name mit dem Song natürlich verbunden ist. Man hört es an der Melodie auch, da kommt gleich irgendwie Ibiza-Feeling hoch. Also, finde ich. Und diese Nummer 93 Release wurde schon oftmals geremixed. Aktuell ja auch von Dimitri Vegas und Like Mike. Aber die besten Remixe kamen damals von unter anderem Deadmau5, Michael Woods, Chicane und viele mehr. Und auch unser Classic of the Week ist ein Remix. Und zwar der Remix von Nadine & Kane. Und der hat's in sich. Im Sinne von, den kennt wirklich jeder. Ist nicht mein Favorit. Ich finde den Michael Woods Mix ein bisschen geiler. Chris findet den Davogo und Klein Mix extrem gut. Völlig egal. Hier ist unser Classic of the Week. Hier ist Energy 52 mit Café Del Mar im Nadine & Kane Mix. Der Woche und das stammt dieses Mal von Ronny aus unserem Club Sounds Forum. Schon mal vielen, vielen Dank für deine Mühe. Du kriegst keine CD. Ich glaube, du hast schon längst mal eine gekriegt, oder? Naja, wenn ja, schick uns eine E-Mail, dann schicken wir dir vielleicht eine zu. Naja, kommen wir nun zu unserem Fundstück der Woche und das ist diesmal etwas Besonderes. Denn wir haben einen DJ gefunden, besser gesagt, Ronny hat einen DJ gefunden, der ohne Arme auflegt. Ja, nur mit seinen Füßen. CD nehmen, mit dem Fuß reinstecken und auflegen. Das Ganze mit fetten Psytrance-Sound in irgendeiner Wüste und die Leute, also die 20, die da sind, haben auf jeden Fall jede Menge Spaß. Ganz fetten Respekt an dieser Stelle. Ich meine, wenn man sich das Video mal anguckt, da geht alles Hand in Hand, das läuft so durch, das ist... Darf er das? Darf er das? Ja, er darf das. Man darf sich auch darüber lustig machen. Man kann sich auch, ne? Darf er das? Darf man. Hier ist unser Fundstück der Woche, ein armloser DJ, da kann man nur High Five geben und sagen, richtig fett, Respekt, darf er doch. Sikorski heißt mal wieder an dieser Stelle, das war Club Sounds TV. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Wenn ja, Daumen nach oben, kommentiert das Ganze und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Nicht vergessen, Teilnahme, ne, an unserem DJ Battle Contest.
Das wird auf jeden Fall extrem witzig. Also, nächste Woche sehen wir uns wieder zu einer neuen Folge Clubsong TV. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Wochen, Anfang, Mitte, Ende. Je nachdem, wann die Sendung halt schaut. In diesem Sinne, alles Gute und bis nächste Woche. Tschüss.